glaube, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, gezeigt haben, dass wir rausgehen, bissig sind. Dann auch das 1-0 gemacht und hinten raus dann überragend verteidigt. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist es dann ein verdienter Heimsieg. Ja, ich sag, wir haben teilweise, also wir haben richtig stark angefangen, haben dann auch gute Chancen gehabt. Müssen wir eigentlich schon ein bisschen früher an zu den Führung gehen. Machen aber dann das Tor und dann war es zweite Halbzeit, dann haben wir auch noch Chancen gehabt. Haben den natürlich schon ein bisschen mehr erdrückt, aber wir haben es gut verteidigt, haben zu Null gespielt. Und man hat, glaube ich, gemerkt, dass wir unbedingt zu Null spielen wollten und dass alle verteidigt haben gemeinsam und sie alle reingehauen haben. Ja, der Kicker hat es ja leider als Eigentor gewertet, aber war schön, da der Mannschaft zu helfen. Und am Ende, dass wir das dann auch noch über die Zeit bekommen haben, bin ich jetzt umso glücklicher, dass wir 3 Punkte haben. Ich sag mal so, in der Liga gewinnst du, also das ist schon die Hälfte Miete, wenn du die einfach voll reinhaust und einfach alles auf dem Platz lässt, dann kannst du schon mal, dann stehst du schon mal gut da und ja, wie gesagt, dann gewinnst du viele Spiele in der Liga. Ja, wir haben uns schon mal in der Kabine zusammengesessen, haben uns die Meinung gesagt und ich glaube, dass das auch gefruchtet hat, dass jeder Gas gibt, dass jedem bewusst ist, um was es hier geht und ich glaube, dass man das jetzt auch auf dem Platz merkt. Ja, ist geil. Also, ist jetzt schon eine Zeit her. Das letzte erfolgreiche Heimspiel war gegen Mannheim. Die zwei danach waren nicht ganz so schön, aber deswegen umso schöner, dass wir jetzt wieder 3 Punkte daheim geholt haben. Ja, ist überragend. Es war ein spezielles Spiel. Ich war jetzt lange raus, war mein erstes Heimspiel wieder. Dann noch Wiesenwochenende und dann vor so einer Kulisse den Heimsieg zu feiern, war ein saugeiles Gefühl. Ich sag, Ulm ausverkauftes Stadion, 17.000 Zuschauer, wird eine geile Stimmung sein. Dann hoffen wir, dass wir da möglichst viel mitnehmen. Und dann daheim kommt Dresden und das wird auch ein geiles Spiel. Dann müssen wir uns dann ein bisschen revanchieren für das letzte Spiel daheim bei uns. Und ja, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Aber ich denke, wir werden uns wieder voll reinhauen und alles hier auf dem Platz lassen. Ja, erstmal glaube ich viele Fans in Ulm, worauf wir uns freuen und ja, müssen wieder alles reinwerfen, Gas geben und ja, dann um die Punkte kämpfen.